Niemand soll nur 200 Euro im Monat verdienen. Näherinnen werden schlecht bezahlt. Nicht nur in Asien, auch in Europa. Manche Arbeiterinnen mussten Windeln tragen, weil sie keine Toilettenpause hatten. Ein Riesenskandal. Bei deutschen Textildiscountern bekommt man T-Shirts für 2 oder 3 Euro. Die Sache ist ja, dass Kick selbst auch noch ordentlich Gewinn macht mit den Shirts. Den Preis dafür zahlen andere. Es ist wahrscheinlich die Näherin, die am Ende verliert, das schwächste Glied dieser Kette. Sie wollen Ausbeutung nicht hinnehmen. Ole, Lara und Jocelyn machen einen Testkauf beim Textildiscounter Kick. Ein Schulprojekt. Es geht um Nachhaltigkeit, um faire Arbeitsbedingungen. Und um sogenannte Textilsiegel, die für besondere Qualität stehen sollen. Wir haben jetzt 2 T-Shirts von Kick gekauft. Und das war beides nicht im Sale. Meins hat 2,99 gekostet. 2,99 regulär Preis. Ja. Das ist so ein Poloshirt. Und man sieht halt direkt auf den ersten Blick, dass es jetzt nicht so hochwertig verarbeitet ist, weil hier sind ganz viele Nähte, die raushängen. Bei den Identic Basic Shirts, davon hat Ole eins in der Hand, die haben tatsächlich ein Siegel, nämlich das Ökotex-Siegel. Ökotex sagt eigentlich im Prinzip geprüft auf Schadstoffe. Es ist ein Siegel, ja. Allerdings hat es jetzt nichts zu tun mit Fairness bei der Produktion oder bei Nachhaltigkeit bei der Produktion, sondern einfach nur, dass das fertige Produkt jetzt frei ist von all diesen Schadstoffen. Und selbst dieses Siegel hatten sehr wenige T-Shirts. Es gab genug, die richtig gestunken haben und wo man einfach schon gerochen hat, dass da einfach Stoffe drin sind, die nicht gut sein können. Kick ist Marktführer unter den Textildiscountern. Jahresumsatz rund 2 Milliarden Euro. Aber Ole, Lara und Jocelyn bezweifeln, dass bei solchen Preisen fair produziert werden kann. Das Problem, was halt auffällt, ist, wenn ein Shirt oder eine Jacke oder ein Schuh im Regulärpreis so wenig Geld kostet und der Laden aber dennoch Gewinn macht, das heißt, irgendjemand verliert in der Kette auf jeden Fall. Ist uns das egal oder sind wir achtsam beim Kauf von Textilien? Die Schüler wollen wissen, wie es um das Einkaufsverhalten der Verbraucher steht. Beim Kleiderkaufen, ja. Achten Sie da auf Nachhaltigkeit? Ja, es gibt aber noch nicht viel nachhaltige Dinge, Kleider zu kaufen. Das ist ja muss man hauptsächlich im Internet bestellen oder so. Nicht irgendwelche Billig-T-Shirts, die für 5,99 irgendwo produziert werden. Ich achte schon drauf, zum Beispiel bei Hemden, Olymp oder sonst Maigeware, wo ich bestimmt weiß, wo es herkommt. Überhaupt nicht, weil die Kleider kauft meine Frau ein. Ich habe noch nie ein Kleidungsstück eingekauft. Dann gehe ich aber auch gern shoppen und hole mir wieder was Neues. Hier geht ziemlich oft, muss ich sagen. Ja, ja, also da bin ich, glaube ich, nicht so nachhaltig. Hier geht es in kein Einkaufsparadies, eher in eine Schreckenskammer. Sie handelt von Menschen, die von den großen Modemarken ausgebeutet werden. Näherinnen in Bangladesch. Auf ihr Schicksal will das Projekt des Alberti-Gymnasiums in Bad Friedrichshall aufmerksam machen. April 24, 2013. Das Rana Plaza, eine 8-geschossige Textilfabrik in Bangladesch, stürzt ein. 3000 Menschen sind im Gebäude, obwohl schon am Vortag Risse festgestellt wurden. 1.135 Menschen sterben, die meisten Textilarbeiterinnen. Später stellt sich heraus, die Verwendung minderwertiger Baumaterialien hat zum Einsturz geführt. Zu den Konzernen, für die im Rana Plaza genäht worden ist, gehörte auch Kick. Die Katastrophe wirft ein Schlaglicht auf die Bedingungen, unter denen in vielen Ländern Textilien produziert werden. Die Fotos gehen um die Welt. Etwa die letzte Umarmung zweier Verschütteter. Für Lehrer und Schüler des Alberti-Gymnasiums war es der Anlass, selbst etwas zu tun, damit es solche Nachrichten künftig nicht mehr gibt.
wir dachten, das kann doch nicht so weitergehen. Und aus dem Grunde haben wir uns gedacht, wir müssen was für die Textilindustrie machen. Wir wollen unser eigenes T-Shirt unter fairen Bedingungen produzieren lassen. Axel Schütz, der Geographielehrer, hatte die Idee. Eine Schülerfirma, eine eigene Marke, die Changemaker, die Andersmacher. Ein Thema, das Schüler der Fridays for Future Generation bewegt. Nachhaltiger Konsum, Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt. Mit dem Verkauf der Shirts unterstützen sie Hilfsprojekte in Bangladesch. Um mehr über die Situation der Näherinnen zu erfahren, haben sie die Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation Femnet um ein Interview per Videoschalte gebeten. Hallo Frau Burkhardt, schön, dass Sie da sind. Das sind Dara, das sind Ole, ich bin Sila und wir sind Teil des Changemaker-Teams. Würden Sie uns kurz erklären, was ist denn das Problem in den Produktionsländern? Wo kommt es dort zu Menschenrechtsverletzungen? Wofür setzen Sie sich ein? Was soll verhindert werden? Frauen werden einfach oft wie Dreck behandelt, muss man sagen. Ja, ihre Arbeit wird auch nicht wertgeschätzt. Die Löhne sind so niedrig, dass davon eigentlich eine Familie nicht leben kann. Weder in Bangladesch noch Indien. Femnet macht Druck auf Politik und Wirtschaft. Die Organisation fordert schon lange ein Lieferkettengesetz, das Modemarken verpflichtet, umweltverträglich zu produzieren, existenzsichernde Löhne zu zahlen und die Rechte der Näherinnen zu garantieren. Aber wir arbeiten eben auch in Deutschland. Und was kann ich dann so als Verbraucher eigentlich tun? Zwischen 2000 und 2015 hat sich die Warenproduktion bei uns verdoppelt. Das heißt von 50 auf 100 Milliarden Stück im Jahr. Das ist ein Wahnsinn. Kein Mensch kann das mehr tragen. Deswegen wäre die erste Lektion, bitte kauft man nicht mehr so viel. Überlegt, bevor ihr was Neues kauft, ob man das wirklich noch braucht. Dann bedanken wir uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns die Fragen beantwortet haben. Und ja, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Um nachhaltigen Konsum geht es auch beim Projekt einer Berufsschule in Stuttgart. Und wer wüsste über Kleidung besser Bescheid als angehende Schneiderinnen und Modedesignerinnen? An der Kerschensteiner Schule werden die Azubis dafür ausgebildet. Katrin Strobel-Teunissen hatte die Idee zum Projekt. Der gesamte Lebenszyklus von Textilien soll betrachtet werden, von der Faser bis zum Umgang mit dem fertigen Produkt. Die Berufsschülerinnen fragen nach den Arbeitsbedingungen der Näherinnen, nach Qualitätssiegeln, die den Kauf beeinflussen können, informieren sich über umweltschonendes Waschen und die Verwertung nach dem Gebrauch. Eigentlich ist ja ein Problem in unserer Gesellschaft, man hat einen Kleiderschrank voller Klamotten und man hat doch immer nur die gleichen 5 Teile an. Das ist einfach viel zu viel, man könnte mit viel weniger leben und die Sachen dafür langwieriger tragen. Ziel war eigentlich immer, dass man so eine Bewusstseinsveränderung schafft für Kleider und Kleiderkonsum. Dass man einfach versteht, warum es nicht gut ist, nicht cool ist, dass Kleidung billig ist und schnell weggeworfen wird, warum man die pflegen soll. Das alles wollen die Schülerinnen anderen Schülern vermitteln. Sie stellen dafür Material zusammen, Unterrichtseinheiten, die andere Schulen nutzen können. Alles, was ich hatte, das war ja auch meine Bitte an euch, zu überlegen, was können wir nehmen. Also klar, man kann einfach eine Schachtel nehmen, einen Karton. Man könnte so eine Postkiste da sowieso nehmen, die richtige Größe hat. Sie wollen, dass auch andere Schüler verstehen, dass Modelabel immer mehr Kollektionen auf den Markt werfen, in immer schnellerem Rhythmus, zu immer niedrigeren Preisen. Fast Fashion, um den Konsum anzuheizen. 60 Kleidungsstücke kauft der Durchschnittsdeutsche jedes Jahr. Dann wollen wir den Schülern auch vor allem Hilfen geben, wie sie da eben gut klarkommen in dem ganzen Dschungel. Ihnen zeigen, wie kann ich eine gute Kaufentscheidung treffen? Brauche ich es wirklich? Ist es nachhaltig? Auf welches Siegel kann ich achten? Also wir wollen einfach so ein bisschen praktische Tipps geben, damit man da auch nicht demotiviert wird in dem Ganzen. Dafür recherchieren sie erstmal selbst. Sehen sich einen Film an über die Ausbeutung von Näherinnen in Nordmazedonien, einem kleinen Land in Südosteuropa. 30% der Bevölkerung arbeitet dort in der Textilindustrie. Aber die Arbeitsbedingungen sind schlecht und die Näherinnen können von ihrem Lohn kaum leben. Kristina Ampeva, selbst ehemalige Näherin, kämpft für Verbesserungen in ihrem Land, für höhere Löhne.
Sie hat eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, gegründet. Ich konnte keinen Betriebsrat gründen. Die Arbeiterinnen wussten auch gar nicht, was das ist. Rechtlosigkeit, Hungerlöhne und das in Europa bei einem Beitrittskandidaten zur EU. Kristina Ampeva führt einen Kampf an vielen Fronten. Wenn man liest Made in Europe, denkt man sich dabei im ersten Moment nichts Böses, sondern man denkt, es ist ja alles Gutes in Europa gemacht. Und jetzt, wenn ich das sehe, denke ich, es kann eigentlich gar nicht sein, dass es sowas hier in Europa auch gibt. Und vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich, Scham, weil ich auch nicht von mir sprechen kann, dass ich da immer hinterher war, dass ich darauf geachtet habe. Die Klasse hat eine Idee. Warum nicht mit Kristina Ampeva selbst über die Arbeitsbedingungen reden? Hallo. Hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Kirchensteiner Schule. Videoschalte zwischen Stuttgart und Kristinas Büro in Stipp, Nordmazedonien. Schülerinnen in Ausbildung. Was war der Punkt, an dem Sie gesagt haben, es kann so nicht weitergehen? Die Arbeitsbedingungen in den Firmen waren schlecht. Die Löhne waren sehr niedrig. Die Chefs haben sich sehr schlecht verhalten. Sie haben uns gemobbt. Wir hatten auch keine freien Tage, dafür an 3 Tagen sogar 10 Stunden gearbeitet. Und auch am Samstag und am Sonntag haben wir gearbeitet. Deshalb habe ich gesagt, genug, ich kann das nicht mehr machen. Sie erzählt, dass sie gekündigt und eine Interessenvertretung gegründet hat für die Näherinnen in ihrem Land. Kristina hält ständig Kontakt zu den Arbeiterinnen, besucht sie, lässt sich über Missstände berichten, berät sich mit den Näherinnen, wie man gegen die Willkür der Fabrikbesitzer vorgehen kann. In Delchevo, nahe der bulgarischen Grenze, trifft sie Svetlana, die beim größten Arbeitgeber im Ort näht. Svetlana schildert ihr die Zustände im Betrieb. Erkannt werden will sie nicht. Zu groß ist die Angst vor einer Kündigung. Svetlana ist auch nicht ihr wirklicher Name. Ich arbeite inzwischen für 3. In der Zeit, in der ich früher 1 Stück gemacht habe, muss ich heute 3 machen. Denn es fehlen Leute. Der Lohn sei einfach zu niedrig. Die, die in der Fabrik arbeiten, würden drangsaliert. Kontrolliert, wie oft sie Pause machen oder zur Toilette gehen. Die Gesundheit der Arbeiterinnen spiele keine Rolle. Manche Textilien würden Säure enthalten, die erst nach dem Nähen ausgewaschen würde. Und überall sei Staub. Es gibt Kolleginnen, die sind allergisch gegen den Staub, den das Material verursacht. Und dann bekommen die rote Punkte am ganzen Körper und sogar im Gesicht. Ich habe Glück, ich bekomme keine. Aber ich habe Kolleginnen, die müssen Medikamente nehmen, um weiterarbeiten zu können. Svetlanas Mann ist gestorben. Nach der Arbeit versorgt sie ihre 80-jährige Mutter. Der Sohn studiert Informatik. Er verdient ein wenig hinzu, es reicht trotzdem nicht. 220 Euro bekommt Svetlana im Monat. Sie will diese Ausbeutung nicht hinnehmen. Deshalb spricht sie mit Kristina, obwohl das riskant ist. Wenn der Fabrikbesitzer wüsste, dass ich mit Kristina zusammenarbeite, dann würde ich nicht nur bei ihm keine Arbeit mehr finden, sondern nirgends in Delchevo. Niemand würde mir mehr einen Job geben. Ich müsste wegziehen aus Delchevo. In diesem kleinen korrupten Städtchen wird mir kein Unternehmer mehr eine Arbeit geben. Svetlana hat Kristina Fotos geschickt, aus verschiedenen Betrieben im Land. Verschmutzte Toiletten, Umkleideräume. Menschen arbeiten hinter diesen Mauern, hinter die uns die Firma nicht blicken lässt. Auch unsere Bitte um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen wird nicht beantwortet. Die Firma produziert Hemden und Arbeitskleidung für große europäische Marken. In Stipp, der Textilhochburg Nordmazedoniens, hängt jeder 2. Arbeitsplatz von der Bekleidungsindustrie ab. In rund 60 Betrieben arbeiten 9000 Menschen. Fast alle sind Frauen.
Die wenigsten hier tragen mehr als 10 Euro am Tag nach Hause. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt umgerechnet 200 Euro im Monat. Das ist weniger als in Bangladesch oder China, gemessen an den Lebenshaltungskosten. Denn die sind fast viermal so hoch wie der Mindestlohn. 750 Euro für eine vierköpfige Familie. Nordmazedonien. Ein kleines Land in Südosteuropa. 2 Millionen Einwohner. Ein Viertel von ihnen lebt in der Hauptstadt Skopje. Das Land ist stolz auf seine ruhmreiche Vergangenheit, auch wenn die mehr als 2000 Jahre zurückliegt. Alexander der Große stammt aus Mazedonien. Ihm und seinem Vater Philipp wurden gigantische Monumente errichtet. Nordmazedonien ist ein Land der Gegensätze. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist mit die höchste in Europa. Korruption ist allgegenwärtig. Auf der einen Seite Luxusläden der großen europäischen Marken mit großen europäischen Preisen. Auf der anderen Seite Märkte mit Billigklamotten aus Südostasien. Denn die wenigsten Nordmazedonier können sich die Kleidung, die im eigenen Land hergestellt wird, leisten. Christina ersetzt mit ihrer Ein-Frau-NGO Gewerkschaften und Betriebsräte. Glasen Textilek, Stimme der Textilarbeiter, nennt sie ihr Netzwerk. Ein typischer Tag im Büro. Skype-Gespräche mit Arbeiterinnen oder ausländischen Nichtregierungsorganisationen. Mehrsprachig, anstrengend, aber Christinas Energie scheint unerschöpflich. Sie nimmt Beschwerden entgegen, reicht sie weiter, auch an staatliche Behörden. Die Situation mit den Arbeitsrechten im Land ist insgesamt katastrophal. Und das schon seit langer Zeit. Das bedeutet, dass dieses Land selbst innerhalb staatlicher Institutionen, wie etwa der Arbeitsaufsicht, ein Korruptionsproblem hat. Fürs Familienleben bleibt kaum Zeit. Christina ist 32 Jahre alt, 3 Kinder, 1 Hund. Ihr Mann Dennis arbeitet auch für eine NGO. Die beiden wären aufgeschmissen, würde die Oma nicht die Kinder betreuen. Nordmazedonien ist noch immer von der Landwirtschaft geprägt. Mehr als die Hälfte der Fläche ist Ackerland. Angesichts der niedrigen Löhne bearbeiten viele Mazedonier zusätzlich ein paar Hektar Land, halten ein paar Hühner, haben einen Garten. Etwa hier im Weiler Obleche. Jana arbeitet als Näherin im 25 Kilometer entfernten Stipp. Sie verdient 200 Euro im Monat. Ihr Mann Savo ist Koch. Er verdient 350 Euro. Ohne auf dem Feld zu arbeiten, ohne Landwirtschaft kann man nicht überleben. Mit der Landwirtschaft allein auch nicht. Meine Frau und ich arbeiten deshalb beide, um zu überleben. Jana hat heute ausnahmsweise frei. Normalerweise arbeitet sie auch samstags. Auch sie will nicht erkannt werden, will keinen Ärger mit ihrem Arbeitgeber. Jana und Savo haben ein Familieneinkommen von 550 Euro im Monat. Um auskömmlich leben zu können, bräuchten sie fast doppelt so viel, meint Savo. Sie bewirtschaften 5 Hektar Land. Savo baut Reis an. 50 Cent bekommt er fürs Kilo. Im Laden kostet es später 1 Euro. 1 Kilo Schweinefleisch kostet 5 Euro. Ein Stück Butter 1,50 Euro. Preise nicht weit entfernt von den Deutschen. Aber der Mindestlohn beträgt mit 200 Euro gerade mal ein Siebtel des Mindestlohnes in Deutschland. 200 Euro für einen Vollzeitjob. Schwer vorstellbar für die Schülerinnen. Was können wir tun, um zu helfen? Ihr jungen Leute könnt viel tun. Die großen Marken sitzen ja bei euch. Ihr könnt Druck auf sie ausüben, dass unsere Arbeiterinnen mehr Rechte bekommen. Niemand soll nur 200 Euro im Monat verdienen. Druck auf die großen Modemarken ausüben? Nicht einfach für 18-Jährige.
aber aufklären können sie über die Arbeitsbedingungen der Näherin. Das ist ebenso Teil ihres Projekts wie der kritische Blick auf die Textilfasern. Eigentlich hat jede Faser so ihre eigene Problematik. Baumwolle braucht viel Wasser, Polyester ist eben mit Erdöl und aus Plastik. Wolle ist jetzt für die Tiere nicht unbedingt schön. Also wenn man sich da mal ein Video anschaut, wie die Wolle geschert wird. Nichts, was man unbedingt tragen möchte. Wenn man doch etwas findet, was man tragen möchte, dann muss man es pflegen, umweltschonend waschen. Und die Bluse, wenn man sie nicht mehr tragen will, vielleicht zur Kleidertauschbörse bringen, anstatt sie wegzuwerfen. Das wollen sie vermitteln. Lernen durch Lehren, die meine Schüler, unsere Schüler. Und die Schüler, die das dann gelehrt bekommen, die Mittelstufe, 7. bis 9., 10. Klasse, die sind ja die Jungkonsumenten. Die fangen an, selber bewusst zu konsumieren, dass die schon zu Beginn gleich so ein anderes Bewusstsein bekommen. Unsere Botschaft ist vor allem, dass wir jetzt kein schlechtes Gewissen machen wollen, sondern Möglichkeiten aufzeigen wollen, wie man selbst aktiv was dran ändern kann, wie man selber ein Teil der Veränderung sein kann. Sie wissen, dass das lange dauern kann. Bisher stammt nur jedes 200. Kleidungsstück aus fairer Produktion. Aber wie lässt sich das Kaufverhalten der Verbraucher ändern? GB iPhone, go and buy it! Und es ist voll günstig. Wie sieht's aus? Wollen wir mal shoppen gehen? Schülertheater am Alberti-Gymnasium in Bad Friedrichshall. Und dann war's noch so billig. Und genau deswegen habe ich gleich zwei gekauft. Am 24. April 2013 stürzte in Bangladesch der marode, mehrstöckige Gebäudekomplex Rana Plaza ein, in dem mehrere Textilfabriken untergebracht waren. Wie kann man nur so raffgierig sein? Immer geht es nur ums Geld. Liegt es vielleicht auch an uns? Immer wenn ich auf dieses Foto blicke, fühle ich mich unwohl, verfolgt. Sie scheinen mir zu sagen, wir sind keine Nummer, keine billigen Arbeitskräfte. Kein wertloses Leben. Wir sind Menschen, genau wie ihr. Unsere Leben, unsere Träume sind wertvoll, genau wie die euren. Wir sind alle gefordert und sollten unseren Kopf einschalten. Es müssen nicht immer drei oder vier Teile sein. Kauft lieber ein oder zwei, aber diese fair. Ist das nicht ein Widerspruch? Fair kaufen. Heißt das nicht, man sollte gar keine Textilien mehr aus Ländern wie Bangladesch kaufen? Wenn man hört, so wie auch gesagt worden ist, sollen wir jetzt nicht mehr in Bangladesch kaufen. Das ist falsch, weil die Menschen brauchen natürlich auch ihre Aufträge. Wichtig ist, dass wir bemüht sind, faire Kleidung zu wollen und dass natürlich auch die Unternehmen diesen Schritt machen. Vor zwei Jahren hatten die Changemaker Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen. Besuch in der Hauptstadt Dhaka, bei der Fabrik, von der sie T-Shirts für ihre Schülerfirma beziehen. Drei Schüler und Axel Schütz, der Lehrer und Initiator des Schulprojektes. Die Firma, neu gebaut, öko-zertifiziert, ein Vorzeigeprojekt. Hier gibt es feste Arbeitszeiten. Anderswo gehören Überstunden zum Alltag. In den meisten Betrieben arbeiten die Näherinnen ohne Vertrag. Gesundheits- oder Sozialleistungen gibt es nicht. Wer über 30 ist, gilt in anderen Betrieben als zu alt für die anstrengende Arbeit. Oft sorgen die Näherinnen für das gesamte Familieneinkommen. Bangladesch ist nach China der weltweit zweitgrößte Textilproduzent. Der Anteil am Export beträgt 80%. Trotzdem ist Bangladesch eines der ärmsten Länder der Welt. Das Alberti-Gymnasium unterstützt deshalb auch eine Slum-Schule in der Hauptstadt Dhaka. Der Gewinn aus dem Verkauf der Changemaker-T-Shirts geht an die Partnerschule Amander Pachala. Und am Ende ihres Besuches treffen die Schüler und ihr Lehrer Taslima Akhtar, die Fotografin, von der das Bild Die letzte Umarmung stammt. Seit der Rana Plaza-Katastrophe kämpft sie für die Rechte der Textilarbeiter in Bangladesch.
Ich beschreibe mich selbst eher als Aktivistin, weil ich mich für Textilarbeiter einsetze. Unser Hauptaugenmerk gilt der Erhöhung der Mindestlöhne und der Verbesserung der Arbeitssicherheit. Die Fabrikbesitzer und die internationalen Modemarken, sagt die Fotografin Taslima Akhtar, würden in den Näherinnen nicht menschliche Wesen sehen, sondern Wegwerfartikel, die sie benutzen könnten, um Profit zu machen. Lara, Ole und Sila waren vor 2 Jahren nicht mit dabei in Bangladesch. Sie wollen von Taslima Akhtar wissen, was sich seither verändert hat. Glauben Sie, dass NGOs, Konsumenten und Arbeiterinnen mit der Lage selbst umgehen können? Oder brauchen Sie Unterstützung von den Politikern? Als das Rana Plaza-Gebäude 2013 eingestürzt ist, sind mehr als 1000 Arbeiter gestorben. Danach haben Regierungen, Arbeitgeber und internationale Marken gesagt, dass sie die Arbeitsbedingungen verbessern wollen. Aber wir haben nur ein paar kleine Änderungen der Arbeitsbedingungen wahrgenommen, nicht die großen Änderungen, die es bräuchte. Hat die Branche nach dem Rana Plaza-Einsturz Konsequenzen gezogen? Etwa Kik? Das Unternehmen, das schon ein Jahr zuvor, 2012, in den Schlagzeilen war, als in Pakistan eine Textilfabrik abbrannte, die auch für Kik arbeitete. 258 Menschen starben damals. 3 Angehörige und ein Überlebender klagten auf Schmerzensgeld. Ein deutsches Gericht stellte das Verfahren 6 Jahre später wegen Verjährung ein. Immerhin wurde nach der Katastrophe ein Textilbündnis für nachhaltige Produktion gegründet. Und die Regierung plant ein Gesetz, nach dem jedes Unternehmen seine gesamte Lieferkette offenlegen soll. Hat Kik also etwas gelernt aus den beiden Katastrophen? Die Schüler des Alberti-Gymnasiums haben den Konzern angeschrieben und gefragt, was Nachhaltigkeit für das Unternehmen bedeutet. Die Antwort kommt schriftlich. Das Geschäftsmodell von Kik ist per se nachhaltig. Das liege an den preisbewussten Kunden, die nur wenig einkaufen und Textilien lange tragen würden. Auch verzichte Kik explizit auf Fast Fashion, also dauernd wechselnde Kollektionen. Allgemein kann man ja sagen, dass sie sich in der Antwort doch als ein sehr nachhaltiges Unternehmen darstellen. Und sie sagen ja auch, in den vergangenen Jahren hat es einen höheren Stellenwert eingenommen. Das heißt, dass sie sich vor allem, dass es einen Trend bei ihnen gibt, einen positiven Trend. Kik hat tatsächlich Konsequenzen gezogen, hat nach beiden Katastrophen Betroffene entschädigt. Kik veröffentlicht jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht, überprüft seine Zulieferer und zieht sie zur Verantwortung, wenn sie gegen soziale Standards verstoßen. Die sagen ja auch, dass sie für gesetzliche Normen sind, wie beispielsweise das Lieferkettengesetz. Ja, das fand ich allerdings überraschend. Ja, fand ich auch überraschend. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, einfach weil ich kann mir vorstellen, dass ihre Preise dann auch höher werden müssen, weil natürlich jetzt auch die Frage ist, wie nachhaltig kann ein T-Shirt für 3 Euro sein? Und wie soll Näherinnen bei diesem Preis gerecht bezahlt werden? Ein weiterer Kritikpunkt der Schüler, Kik verwendet zu viele Kunstfasern, die schwer zu recyceln sind und nur 1% Bio-Baumwolle. Alles in allem aber keine allzu schlechten Noten für den Textildiscounter. Doch es geht besser. Olymp in Bietigheim-Bissingen produziert Hemden. Das mittelständische Unternehmen bezieht die Ware zum Beispiel aus Bangladesch und aus Nordmazedonien. Die Firma legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen, hat eine eigene Abteilung dafür eingerichtet und kontrolliert ihre Lieferanten selbst vor Ort. Unsere Vorgabe ist, in jedem Land, wo wir sind, dass als allermindestes auch der Mindestlohn gezahlt wird. In der Regel arbeiten unsere Betriebe, weil wir noch bereit sind, Qualitätsbonusse etc. zu entrichten, was dann unserem Produktqualität wieder zugutekommt. Über den Mindestlöhnen. Olymp garantiert den Lieferbetrieben bestimmte Abnahmemengen. Das sorgt für Planbarkeit, vermindert Überstunden. Die Zulieferer dürfen keine Subunternehmen beauftragen,
So behält Olymp die Kontrolle über die Arbeitsbedingungen vor Ort. Von einem solchen Partner kann Angel Dimitrov nur träumen. Er ist Präsident des Arbeitgeberverbandes von Nordmazedonien. Seine Firma Moda gehört nicht zu den schwarzen Schafen. Den Arbeiterinnen bezahlt er 1,5-mal so viel wie den gesetzlichen Mindestlohn. Seine Kunden, internationale Modekonzerne, verlangen für ein Hemd 60 Euro im Verkauf. Davon erhält Moda 3 Euro für Zuschneiden, Nähen und Verpacken. Für diese 3 Euro erwarten die internationalen Konzerne gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Die ausländischen großen Marken versuchen höhere Sozialstandards bei uns durchzusetzen. Diese Sozialstandards kosten aber Geld. Die Schulung der Mitarbeiter, die Verbesserung ihrer Ausrüstung und der Arbeitsbedingungen kosten Geld. Das müssen wir selbst zahlen, dafür bekommen wir von den Konzernen nichts. Die wollen Standards, aber sie wollen nicht dafür bezahlen. Kristina Ampeva will das ändern, will Druck ausüben auf die großen Modemarken, fordert gerechte Löhne. Der Textilaktivistin ist es gelungen, NGOs, Gewerkschaften, Politik und Arbeitgeber zusammenzubringen. Sie hat zu einem runden Tisch eingeladen, zur Textiliada. Auch NGO-Kollegen aus anderen Balkanstaaten sind gekommen. Sie alle setzen sich in ihrem Land für die Rechte der Arbeiterinnen ein. Manche der Arbeiterinnen in Serbien waren gezwungen, Windeln zu tragen, weil sie keine Toilettenpause machen durften. Und das gab einen großen Skandal. Das wurde auf höchster Ebene geklärt, denn das ist jenseits von allen Menschenrechten. Die Probleme seien überall die gleichen. Ob in Nordmazedonien oder Serbien, Rumänien, Bulgarien, Albanien oder im Kosovo. Auf dem ganzen Balkan würden Textilarbeiter ausgebeutet. Die Region wird ausverkauft, an Investoren verhökert. Als das neue Bangladesch. Damit will ich Bangladesch nicht zu nahe treten. Es entstehen nur noch Ausbeutungsbetriebe. Die Arbeiterinnen haben gar keine Wahl mehr und müssen jeden Job annehmen. Denn oft sind Frauen die Ernährer in der Familie. Um das zu ändern, sitzen sie hier zusammen. Auch Angel Dimitrov, der Moda-Chef, ist gekommen. Und die Arbeitsministerin Nordmazedoniens. Auch die Regierung beginnt, Kristina und ihren Kampf für die Arbeiterinnen ernst zu nehmen. Die Ministerin verspricht, die Mindestlöhne anzuheben, will die Produktivität erhöhen und die Korruption bekämpfen. Doch dann platzt ein Zeitungsartikel in die Aufbruchstimmung. Olymp, schreibt ein Magazin, habe sich von seinem mazedonischen Zulieferer Stobi getrennt. Olymp-Chef Mark Bezna wird zitiert. Man habe die Zustände in dem Betrieb zu lange toleriert. Kristina kennt die Vorwürfe. Eine Mitarbeiterin hat mich schon vor einem Jahr kontaktiert und erzählt, dass sie ständig Überstunden machen, selbst an Feiertagen. Und dass die Überstunden nicht bezahlt würden. Außerdem bekämen sie nicht einmal Mindestlohn. Zuletzt haben mich die Arbeiterinnen gefragt, was sollen wir tun? Wir kriegen gar keinen Lohn mehr. 33 Grad seien es im Sommer, 17 Grad im Winter. Bei Regen würde das Wasser durchs Dach tropfen, Überstunden würden nicht bezahlt. Für das gesetzlich garantierte Urlaubsgeld hätten die Frauen streiken müssen. Nun gäbe es bereits Kündigungen, sagt eine der betroffenen Arbeiterinnen. Das sind keine normalen Kündigungen. Man bekommt ein Blankopapier, das man unterschreiben muss. Wir wissen gar nicht, was wir da unterzeichnen. Die Lage ist schlimm jetzt. Wir springen für andere Firmen ein, wenn die etwas für ihre ausländischen Partner nicht schaffen. Aber das ist keine sichere Arbeit. Olymp hat für uns Sicherheit bedeutet. Sie können sich nicht einmal bei der Arbeitsagentur melden, wegen dieser Blankopapiere, die Sie unterschrieben haben. Das heißt, Sie bekommen kein Arbeitslosengeld. Sie sitzen also auf der Straße, ohne Arbeit, ohne Ausgleich, ohne einen Cent und haben keine Ansprüche gegenüber dem Staat.
Veles, der Produktionsstandort, eine Autostunde westlich von Stipp. Stobi hat 250 Mitarbeiter und arbeitet ausschließlich für Olymp. Doch hier sieht es nicht mehr nach Arbeit aus. Unsere Bitte um eine Stellungnahme wird nicht beantwortet. Aber Olymp bezieht Stellung. Wir haben gewisse Anforderungen gestellt, dass man unseren Standards hier entspricht und entsprechend die Entlohnung der Mitarbeiter auch regelt. Und am Ende des Tages war dieser Betrieb nicht mehr mit unseren Anforderungen konform und ich war gezwungen, die Zusammenarbeit zu beenden. Immer wieder habe er verlangt, dass die Missstände behoben werden. Olymp habe Stobi dafür sogar 18% mehr Entgelt bezahlt. Aber nichts habe sich getan. Für die Mitarbeiter, die jahrelang eine Top-Qualität für uns gefertigt haben, tut es mir am meisten leid, für den Inhaber weniger. Nur wenige Modi-Konzerne handeln so konsequent wie Olymp. Marc Bezner wünscht sich, dass ein solches Bekenntnis zu unternehmerischer Verantwortung sichtbar würde für Konsumenten. Er fordert dafür ein Textilsiegel. Ein starkes, was dann auch dem Verbraucher wirklich vermittelt, dass dieses Produkt unter sehr hohen Anforderungen produziert worden ist. Das wäre der Wunsch, den ich hier hätte. Olymp sieht die gängigen Siegel kritisch. Auch die Schüler des Alberti-Gymnasiums stoßen bei ihrer Recherche auf allerlei Ungereimtheiten. Kaum jemand blickt durch im Siegeldschungel. Macht es der Staat oder wer hat das Ganze im Überblick? Also ich weiß nicht, du kannst ja mal schauen, aber ich denke eher, dass das private Leute sind. Siegel können von Stiftungen vergeben werden, von Gewerkschaften, NGOs, Handelsverbänden oder von den Herstellern selbst. Insgesamt gibt es mehr als 100 Textilsiegel. Welche dienen nur Marketingzwecken? Welche gelten als vorbildlich? Siegelklarheit, ein staatliches Verbraucherportal, empfiehlt etwa das GOTS-Siegel oder Fairware. Wenn ich jetzt irgendwo Fairware lesen würde, würde ich jetzt denken, ja, okay, das ist was Gutes, dann kaufe ich mir das jetzt. Aber dass da jetzt zum Beispiel die Umwelt gar nicht auf die Umwelt geachtet wird, wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Beim Global Organic Textile Standard, dem GOTS-Siegel, wird eher auf den Umweltschutz geachtet als auf die Arbeitsbedingungen. Kaum ein Siegel erfüllt alle Kriterien. Das wäre natürlich optimal, dass ein Siegel geben würde, was alle Aspekte erfüllt und gleichzeitig, wo man sicher sein kann, dass die Kontrollen sorgfältig ausgeführt werden und eben von vertraulichen Institutionen, dass man eben auch als Konsument Vertrauen in das Siegel stecken kann. Das gibt es tatsächlich. Die Schüler des Alberti-Gymnasiums stoßen auf den grünen Knopf, ein staatliches Siegel. Sie befragen einen seiner Erfinder. Mein Name ist Gunter Weber. Ich bin Abteilungsleiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Können Sie uns kurz erklären, was ist der Gedanke hinter dem grünen Knopf und warum braucht es Ihrer Meinung nach ein staatliches Siegel? Es kann nicht sein, dass wir zu Beginn der Lieferkette Lebensarbeitsbedingungen haben, wovon eine Lehrerin nicht leben kann, ihre Kinder nicht in die Schule schicken kann, keine Gesundheitsversorgung haben kann, dass über 150 Millionen Kinder noch arbeiten müssen, nicht zur Schule gehen können. Der grüne Knopf soll faire Arbeitsbedingungen garantieren und den Schutz der Umwelt. Prüfunternehmen wie der TÜV sollen die Zulieferbetriebe in den Produktionsländern kontrollieren. Man wollte so einen Anreiz schaffen, für die Modekonzerne mitzumachen und ihre gesamte Lieferkette offenzulegen. Die Ergebnisse sind leider enttäuschend, es machen zu wenige. Wir sind jetzt nach vorne gegangen und haben gesagt, wir wollen eine gesetzliche Regelung. Auf Freiwilligkeit zu setzen hat offenbar nicht gereicht. Deshalb sollen die Modekonzerne durch ein Lieferkettengesetz zur Transparenz gezwungen werden. Den grünen Knopf gibt es schon seit mehr als einem Jahr. Aber die Schüler stellen fest, wie viele andere Siegel auch, ist er noch nicht so richtig angekommen bei den Verbrauchern. Und es gibt Textilsiegel zum Beispiel. Kennen Sie da welche? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, nicht wirklich. Nee, eigentlich eher nicht, ne. Das habe ich jetzt so noch nie gehört, ne. Haben Sie schon mal vom grünen Knopf gehört? Nein. Nein? Nein. Ja. Das hat, es wurde jetzt vor kurzem, glaube ich, erst gegründet. Es gibt die Messe Fair Handeln. Wer bietet eigentlich faire Mode an?
zum Beispiel in Stuttgart. Mein Name ist Anna und ich nehme euch heute mit zu drei Stationen, die wir gemeinsam kennenlernen wollen, bei denen nachhaltiger Modekonsum möglich ist. Eine Future Fashion Tour. Die angehenden Schneiderinnen der Kerschensteiner Schule sind unterwegs in Sachen Mode der Zukunft. Die Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg veranstaltet diese Touren regelmäßig. 2018 wurden 65 Milliarden Euro Umsatz gemacht mit Textilien in Deutschland. Und davon war 0,5% aus fairem Handel. Also es ist einfach immer noch ein absolutes Nischensegment, auch wenn wir so das Gefühl haben, es poppen viele tolle Läden aus dem Boden. Greenality, ein Laden in bester Lage, war einer der ersten. Bisher haben die angehenden Schneiderinnen wenig auf Nachhaltigkeit bei Textilien geachtet. Ihr eigenes Schuhprojekt hat sie sensibilisiert, auch für die Siegel. GOTS zum Beispiel, das für umweltschonende Produktion steht. Markus Beck ist der Chef von Greenality. Also mich würde interessieren, wie du dazu gekommen bist, einfach dieses Label oder diesen Laden hier zu starten. Greenality habe ich schon vor 12 Jahren gegründet. Der Anstoß gab, dass ich selber persönlich auf der Suche war nach einem nachhaltigen T-Shirt und es auch fair produziert war und selber nichts gefunden hat, was mir halt gefallen hat, weil die Sachen vor 12 Jahren halt noch sehr öko aussahen, sagen wir es mal so. Und darauf habe ich einfach mein eigenes Label gegründet. Erst hat er selber produziert, doch das war auf Dauer zu kapitalintensiv. Inzwischen ist er Händler. Er kennt die Szene wie kaum ein anderer. Man muss aufpassen. Viele Leute haben diesen Trugschluss, wenn etwas lokal in Europa produziert wird, bedeutet das automatisch, dass es fair produziert ist. Dem ist leider nicht so. Es kann gut sein, dass ich in Bangladesch unter fairen Bedingungen produziere und die Leute dort prozentual besser verdienen als zum Beispiel in Bulgarien, Rumänien oder in Mazedonien. Die Kleidungsstücke hier sind natürlich teurer als beim Textildiscounter. Aber wer weniger kauft, dafür hochwertiger, muss im Endeffekt gar nicht mehr Geld ausgeben. Kleidung möglichst lange zu tragen, sie zu teilen oder zu tauschen, sei insgesamt nachhaltiger als kaufen, sagt Anna Deckert. Und man kann auch Neues kaufen, das aus Altem hergestellt wurde. Dann sind wir jetzt an unserem Stopp Wiederbelebt angekommen, den ich euch vorstellen möchte. Das ist ein besonderer Laden, weil die nicht nur hier in Stuttgart alles produzieren, sondern auch keine neuen Rohstoffe verwenden. Hinten im Laden eine eigene kleine Näherei. Blickfang und Beweis, dass die Textilien made in Germany sind, unter fairen Produktions- und Arbeitsbedingungen hergestellt. Aber der Clou sind die Stoffe. Sie sind buchstäblich dem Reißwolf oder der Verbrennungsanlage entrissen. Genau, und da wir waren ganz oft in den Firmen, sind wir ins Lager geschickt worden, um zum Beispiel Knöpfe zu holen und haben dann festgestellt, dass da irgendwie immer so dunkle Ecken sind, wo ganz, ganz viele tolle Stoffe sind. Und als ich da mal nachgefragt habe, was eigentlich das ist und was damit passiert und dann erfahren habe, dass das wirklich verbrannt wird, weil das Überschüsse sind, ja, da ist es mir erstmal ganz schlecht geworden. Wenn man weiß, wie viel Arbeit auch dahinter steht, einen Stoff zu produzieren oder einfach Material herzustellen, dann ist das nicht schön. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und wurde zum Geschäftsmodell wiederbelebt. Die Preise sind höher als bei Massenware. Dafür setzt man hier auf Langlebigkeit. Nachhaltigkeit funktioniert, auch bei Textilien. Und die beiden Schulprojekte in Stuttgart und Bad Friedrichshall schaffen dafür ein Bewusstsein. Das kann auch den Näherinnen in Bangladesch oder Nordmazedonien helfen, künftig menschenwürdig behandelt und angemessen bezahlt zu werden.